Lilo, heute nochmal ein kleiner Tipp zum VLC Media Player. Hier unter Ubuntu 13.10. Es wird so langsam schattig draußen, ne? Wir sind kalt und wir wollen vielleicht schön gemütlich vor unserem Desktop sitzen und machen uns das warm und brauchen Musik, ne? Wir brauchen Musik. Und ich höre im Moment ziemlich viel Musik, ne? Und seit ich das so mit dem VLC Media Player mal für mich entdeckt habe, deshalb mal so ein paar Tipps. Ein paar kleine Tipps. Gut, ihr findet ja, unter dem Begriff Internet das sogenannte Icecast Radio Directory. Da findet ihr viele Radiosender. Das dauert einen Moment, bis sich diese Liste überhaupt aufklappt. Ja, also Doppelklick hier drauf. Es dauert eine Zeit, bis das hier alles so erscheint. Nun, dann sind die ziemlich chaotisch geordnet. Man kann natürlich was suchen, wenn man denn wüsste, nach was man sucht. Ich habe das lieber sortiert nach Genre. Und das Blöde ist, das Genre erscheint erst gar nicht. Ne? Hier zum Beispiel Trends. Ne? So, hier oben auf diese Leiste klicken, Rechtsklick. Und dann könnt ihr Genre anklicken. Und das, was ihr nicht braucht, könnt ihr schön abwählen. Das ist schon mal erster Tipp. Nun, jetzt kann man natürlich diese Radiosender sich immer mal wieder anhören und ich rate dazu, sich die Information dazu zu holen, also die Information zu dem entsprechenden Radiosender. Da unten steht nämlich dann die URL vom Stream hier, ne? Die steht da drin, die kann man sich mal kopieren, zum Beispiel mit Rechtsklick kopieren und in eine Textdatei zum Beispiel speichern. Rechtsklick Copy, ne? Oder Steuerung C, Ctrl C. So, dann hat man diese URL und kann die zum Beispiel in gedit sich mal wegspeichern. Es kommt nämlich durchaus vor, dass die verbrennt, ne? Dass die verbrennt. Einfügen, ne? Dass die gar nicht mehr da auftaucht in diesem Icecast Radio Directory. Manchmal hat man bei diesen Radiosendern natürlich die Einblendung, wir sind hier so und so der und der Radiosender. Wenn man den noch weiß, ne? Zum Beispiel hatte ich jetzt mal den Powertrans FM eine Zeit lang gehört, der war dann nicht mehr da, ne? War weg. Habe ich natürlich dann wieder bei Google gefunden, Powertrans FM, ne? Ungarischer Sender, fand ich richtig klasse. Und habe ich geguckt, ja, wie kriege ich das denn jetzt wieder da rein? Ne? Und da war hier zum Beispiel auf dem Button hier, ne? Da war ja Hi, Rechtsklick, ne? Und dann kann man sich den Link kopieren, ne? Linkadresse kopieren. Was das für ein Link ist, sieht man ja hier unten in der Leiste. Hier unten in der Leiste, ne? Da ist was mit M3U. Linkadresse kopieren. So haben wir die kopiert. Dann gehen wir mal wieder zurück zu unserem VLC. Da könnte ich dann den Netzwerkstream öffnen, Medien. Hier sind übrigens die zuletzt geöffneten Streams auch mit drin, zuletzt geöffnete Medien öffnen. Hier ist Streaming, ne? Da findet man die auch wieder, was man zuletzt gehabt hat. Ne? Aber wenn wir jetzt so einen Netzwerkstream öffnen wollen, können wir mal drauf gehen. So, geben Sie ein, wir haben uns ja kopiert, ne? Paste, und das ist dieser ungarische Dingenskirchens, ne? Wiedergabe, zack. Und dann könnte ich mich dann noch authentifizieren oder ist mir doch egal. Schließen, Wiedergabe und dann ist er trotzdem da. Ne? Powertrans FN, kann mir da einen aussuchen und dann habe ich den wieder. Ne? Kann ich da wieder Infos, ne? Informationen, kann mir das da rausziehen, was der im Moment für eine URL hat. Das nur so als kleiner Tipp. Ne? Wie gesagt, die zuletzt geöffneten Medien kann man sich da wieder angucken. Ne? Da ist der Powertrans FM jetzt drin und auch Trans Radio 1, was ich gerade eben gehört habe. Man kann sich natürlich diese Wiedergabeliste auch speichern, aber das ändert sich, wie gesagt, schon einmal und das ist nicht so pfiffig. Wie gesagt, man kann sich diese Streams dann auch aufnehmen. Ne? Aufnehmen, aber allerdings nur, wenn man unter Ansicht erweiterte Steuerung eingeblendet hat, dann kann man da loslegen und aufnehmen, ne? Damit es uns warm ins Herz wird, damit wir richtig schön was machen können. Hier Armin van Buuren, ne? Finde ich richtig klasse, Trendsradio, ne? Holländischer Sender, die Käseköppe, die haben es drauf, ne? Armin van Buuren, ne? Bekennende Armin van Buuren-Fan, ja, sehr schön. Kann man natürlich dann auch bei den offiziellen Seiten sich dann kaufen, was ich auch dazu auch tue, ne? Ist ja nicht so, dass ich alles nur so runterstreame.
Eben weil die Musik gut ist, ne? Dann hole ich mir ein ganzes Album. Kostet ja nicht teuer, ne? Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.